Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist das Thema Smart Shunt von der Firma Victron. Diesen gibt es in mehreren verschiedenen Ausführungen. Wenn dir mein Video gefällt, hinterlass mir gerne ein Like. Und damit du keins meiner Videos mehr verpasst, hinterlass mir noch gerne ein Abo. Und wenn du noch auf die Glocke dazu klickst, dann kriegst du sogar eine Benachrichtigung, wenn ich was hochlade. Aber alles weitere folgt wie immer nach dem Intro. Warum habe ich mir einen Smart Shunt gekauft? Naja, ist ganz einfach. Und zwar, ich habe zwar eine Anzeige da hinten, aber die hat nur fünf Statusmeldungen. Ich sag mal, drei grüne, eine gelbe und eine rote. Naja, wie sich jeder sicherlich denken kann, kann man damit nicht viel anfangen. Man weiß immer noch nicht, wie voll noch die Batterie ist. Wie viel Prozent habe ich denn noch? Und die beste Abhilfe, die es gibt, ist, sich ein Shunt zuzulegen oder ein Smart Shunt. Ich habe mich entschieden für die Firma Victron und dieser Smart Shunt funktioniert über Bluetooth, aber wir wollen ja erstmal wissen, was kann der überhaupt? Also, der kann die Spannung messen, der kann den Strom messen und ein Produkt ist daraus natürlich dann nachher die Leistung, weil die Leistung ist gleich Spannung mal Strom und ich kann State of Charge messen, das heißt, beziehungsweise der wird auch berechnet, die Prozentzahl, wie voll ist meine Batterie noch. Und ich habe mir den Temperatursensor dazu gekauft, den muss man extra dazu bestellen, der ist nicht inklusive, dann kann man sogar noch die Temperatur messen. Ja, warum brauche ich das? Wie gesagt, weil ich mit der Anzeige da hinten nicht so zufrieden bin, deswegen habe ich mir das gekauft. In welchen Ausführungen gibt es dieser Smart Shunt? Den gibt es einmal als 500 Ampere Ausführung, als 1000 Ampere Ausführung und als 2000 Ampere Ausführung. Für mich hat gereicht der 500 Ampere, weil ich gesagt habe, ich werde, selbst wenn ich 2 kW mit meinem Wechselrichter rausziehe, komme ich nicht über 250 Ampere. Deswegen habe ich gesagt, naja, dann reicht mir auch der kleinste mit 500 Ampere. Ja, wie funktioniert das Ganze? Also man baut den ein in Reihe zum Minus. Das heißt, die eine Seite kommt an dem Minus von der Batterie und die andere Seite von dem Smart Shunt kommt an dem Minus vom System, weil der Strom wird immer in Reihe gemessen. Die Spannung dazu wird über ein kleines Kabel, sage ich mal, an den Batterie Pluspol gelegt. Damit kann ich dann die Spannung messen und somit kann ich dann auch die Leistung berechnen und. Ja. Und wie ich das Ganze gemacht habe, zeige ich euch mal ganz kurz an dem Bild. Das blende ich jetzt mal ein. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie das Ding bei mir eingebaut ist. Ist alles sehr beengt. Aber ich will euch nicht nur zeigen, wie das Ding eingebaut ist, sondern ich will euch auch noch zeigen, wie die App funktioniert. Und dazu schwenke ich jetzt um auf mein Handy. Und ihr seht jetzt im Prinzip gleich meine App. Die ist nicht meine App, sondern die Firma Victron hat diese App gemacht. Ich habe sie nur bei mir installiert. Ist auch relativ einfach, die App zu installieren. Man geht auf Victron und man geht auf den Google Play Store, sucht nach der Victron Connect App und dann lädt man die sich runter und dann hat man sie schon auf dem Handy. Aber jetzt will ich es euch wirklich zeigen, was ich mit dieser App alles machen kann. Ja, ich habe bei mir die Victron App schon installiert. Die liegt bei mir in dem Ordner Wohnmobil. Weil da habe ich einige Apps, die werde ich auch in der Zukunft noch ein bisschen vorstellen, die Apps. Unter anderem ist jetzt hier aber die Victron Connect App. Ich habe sie, wie gesagt, schon gedownloadet aus dem Google Play Store. Bei Apple müsste das genauso gehen, bin ich der Meinung. Dann geht man da drauf und dann ist man auch schon gleich in der App. Dauert ein paar Sekündchen. Dann geht man auf Lokal und jetzt sehen wir hier zwei Sachen. Ich habe gerade eine WhatsApp bekommen. Jetzt sieht man hier zwei Sachen und zwar einmal den Smart Shunt und das Fahrzeug. Das Fahrzeug ist der Servo bzw. Raspberry Pi, wo das Venus OS System drauf läuft. Das sage ich euch aber im nächsten Video, was das ist. Jetzt geht es erstmal um den Smart Shunt. Jetzt klicke ich auf den Smart Shunt. Jetzt verbindet er sich via Bluetooth mit dem Gerät. Der Standard-Pin ist 6x0. Habe ich noch nicht geändert, werde ich noch ändern, aber nicht jetzt. So. Jetzt kriege ich gleich die Meldung, dass ich den Standard-Pin noch nicht geändert habe. Nein, ich möchte ihn jetzt nicht ändern. So, jetzt kommen wir mal wirklich zu dem Status. Also als allererstes, wenn ich das so aufgerufen habe, sehe ich den Status. Da steht, seht oben, Ladezustand 100%. Das heißt, meine Batterie ist zu 100% gefüllt. Zurzeit liegt eine Batteriespannung vor von 14,29 Volt.
Liegt daran, weil auch das Ladegerät angeschlossen ist. Deswegen habe ich 14,29 Volt. Strom beziehe ich zurzeit keinen, weil ich am Landstrom hänge, deswegen beziehe ich auch keinen Landstrom. Die Leistung gibt natürlich daher auch 0, weil 14,29 mal 0 ist 0. Das ist ganz klar. Die verbrauchten Amperestunden sind die, die ich im Prinzip aus der Batterie rausziehe. Ja, und die Restlaufzeit steht hier mit zwei Strichen, kann natürlich auch nicht daher berechnet werden, weil ich keinen Strom aus der Batterie ziehe. Und dann habe ich an Eingang, seht ihr noch unten, Temperatur. Zurzeit sind es 6 Grad an Batterie Pluspol, muss man dazu sagen. Ja, dann habe ich hier oben in der Ecke so ein kleines Zahnrad. Da klicke ich jetzt mal drauf und dort habe ich verschiedene Einstellmöglichkeiten. Unter anderem kann ich hier einstellen die Batteriekapazität, die stimmt sogar schon bei mir. Ich habe 85 Amperestunden. Die Spannung, wenn aufgeladen, Entladungsboden, Schweifstrom, Zeit für Ladezustandserkennung, Peukert-Exponent, Ladewirkungsgrad, Stromschwellwert, durchschnittliche Restlaufzeit, Batterie, State of Charge durch Reset, also löschen, Ladezustand manuell eintragen. Ich kann das Ganze auch synchronisieren und eine Nullstromkalibrierung machen. Ja, kommen wir mal oben zu den wichtigsten Parametern, sage ich mal. Das ist einmal Spannung, wenn aufgeladen. 13,2 Volt sagt man, ist die Batterie aufgeladen. Dann haben wir das nächste, der Entladungsboden. Dadurch, dass ich eine AGM-Batterie habe, habe ich den auf 50% gesetzt, weil ich nicht tiefer als 50% gehen möchte. Dann kriege ich im Prinzip eine Meldung oder beziehungsweise einen Alarm, dass denn da was nicht stimmt. Dann habe ich noch den Schweifstrom von 4%, den habe ich nicht verstellt, weil, ja, den habe ich jetzt einfach gelassen, weil ich nicht genau weiß, was das mit sich zieht, wenn ich den Schweifstrom verstelle. Vielleicht kann mir das jemand mal unten in die Kommentare schreiben, was der Schweifstrom bedeutet. Ich bin nämlich kein Elektriker, ich bin nämlich Mechaniker. Zeit für Ladezustandserkennung habe ich auch gelassen. Eine Minute soll der, nach einer Minute soll er erkennen, wann er laden tut oder ob er lädt, laden tut. So, der Peukert-Exponent habe ich nachgelesen, lässt man auf 1,25 stehen, außer man hat eine Lithium-Batterie, dann stellt man ihn auf 1,0%. Denn den Ladewirkungsgrad, den kann ich glaube ich auch noch anpassen, 95%, ja, habe ich jetzt auch gelassen, weil ich denke mal, das ist eine Standardeinstellung. Und der Stromschwellwert, den habe ich auch auf 0,1 Ampere gelassen, weil wie gesagt, das sind Standardeinstellungen. Jetzt gehe ich mal zurück, dann habe ich hier noch Alarme. Ich kann einen Alarm hinzufügen, beziehungsweise das sind die 5 Stück, die vordefiniert sind. Alarm State of Charge, also das heißt SOC, niedrig. Heißt, wenn meine Batterie weniger als 50% habe, kriege ich eine Alarmmeldung. Und diese Alarmmeldung wird erst gelöscht, wenn ich 90% der Batterie wieder gefüllt habe. Vielleicht werde ich das noch umstellen, dass ich sage, okay, 50% bei Entladung und die Rückmeldung, dass wieder alles in Ordnung ist, schon bei 60%. Weil sonst kriegt man alle paar Minuten eine Mail, glaube ich. Bin ziemlich sicher, ja. Alarmspannung niedrig, da kann ich nochmal einstellen, okay, bei 11,7% soll ein Alarm kommen, 11,7 Volt soll ein Alarm kommen und bei 12,5 Volt soll der Alarm wieder weg sein. Das gleiche, auch Spannung zu hoch, 14,7 Volt kommt ein Alarm und bei 13,7 Volt, wenn der wieder runtergegangen ist, die Spannung, dann löscht sich die Meldung. Oder nicht löscht, sondern quittiert, wie man so schön sagt. Und dann habe ich noch Temperatur hoch, weil ich nicht möchte, dass meine Batterie gekocht wird. Habe ich auf 65 Grad eingestellt und bei 30 Grad wieder soll der Alarm weg sein. Vielleicht werde ich das noch ein bisschen umregulieren, weil wenn draußen 35 Grad sind, kann auch mal schnell sein, dass ich die 30 Grad gar nicht erreiche. Ich werde den mal auf 40 Grad. Wenn ich das umstelle auf 40 Grad, kann ich hier mit dem Plus-Dings machen. Ganz einfach einstellen, auf OK drücken und jetzt habe ich vorne so einen kleinen grünen Haken. Dann weiß ich, aha, das ist abgespeichert worden. Und Alarmtemperatur niedrig habe ich deaktiviert, weil ich habe eine AGM-Batterie. Ich glaube, das ist nicht ganz so dramatisch, wenn es zu kalt ist, dass ich da noch Strom rausnehme oder sonstiges. Ja, da habe ich noch Verschiedenes. Hier kann ich noch mal einstellen, was habe ich? Überwachungsmodus ist der Batteriewächter oder ein Gleichstromzähler. Ich habe einen Batteriewächter, weil ich habe eine Batterie dran angeschlossen. Und den Zusatzeingang kann ich einstellen. Ich habe, wie gesagt, schon den Temperatursensor mir gekauft. Deswegen habe ich auch die Temperatur eingestellt.
Ich kann aber auch noch sagen, okay, ich greife mir die Spannung von der Mittel, von der Starterbatterie ab. Oder die Spannung vom Mittelpunkt. Oder gar nichts. Ich kann auch gar nichts einstellen. Ja, das wären die Einstellungen. Dann gehe ich hier oben auf Diskette. Dann kann ich noch, dass sie da Datei speichern. Falls mal irgendwas verstellt sein sollte, dann kann ich mir das wiederholen. Und ich kann sie auch wieder reinladen. Was habe ich noch für Möglichkeiten? Ich kann Produktinfo oder ich kann auf Standardeinstellung zurücksetzen. Und ich kann das Ganze auch teilen. Ja, jetzt bin ich wieder in der Hauptansicht erstmal. Ich gehe in Verlauf, dort kann ich verschiedene Sachen noch sehen. Da kann ich einmal die, hier steht jetzt überall 0, weil ich das gerade frisch eingebaut habe, beziehungsweise einmal zurückgesetzt habe. Und was ich auch definitiv hier sehen kann, ist die Batterie Minimalspannung. Die war mal bei 12,88 Volt und das höchste war 14,44 Volt. Dann kann ich hier unten den Verlauf zurücksetzen, das mache ich jetzt aber nicht. Dann kann ich hier oben noch die Trends sehen. Beim Trend kann ich auch umstellen, ob ich Ladezustand, Temperatur, Spannung, Strom, Leistung oder verbrauchte Amperestunden sehen will. Ich habe gesagt, ich will die Spannung sehen, weil die Spannung ist für mich interessant und ich will die Leistung sehen. Ich kann also zwei Abfragen machen. Dann kann ich hier unten mit Plus und Minus kann ich dann die Zeiten erhöhen, damit ich auch ein bisschen was sehen kann. Jetzt zum Beispiel habe ich einen Zeitraffer von 30 Minuten. Ihr seht, das ist jetzt von 11.44 Uhr auf 12.14 Uhr. Ist genau eine halbe Stunde. Ich kann das aber auch für eine Stunde, Stunde 30, 2 Stunden und so weiter und so fort. Ich kann das sogar für tageweise machen. Interessant ist es, ich glaube, so 5 Stunden. Das ist so interessant. Dann kann ich das Ganze noch anhalten oder ich kann auch mir noch die Legende anzeigen lassen, was ist. Ja, das ist, was ich mit der App alles machen kann. Jetzt gehe ich zurück und jetzt bin ich wieder. Wie ihr eben gerade gesehen habt, die App ist sehr umfangreich. Was heißt umfangreich? Also man kann sehr viele Informationen rausziehen. Mit dem Cerbo bzw. mit dem Raspberry Pi, mit dem Venus OS Betriebssystem kann ich natürlich noch sehr viel mehr machen. Das zeige ich euch gerne im nächsten Video. Das wird nächste Woche hochgeladen. Und was soll ich noch weiter dazu sagen? Ich bin begeistert von den Systemen. Ich bin nicht bezahlt von der Firma Victron. Das will ich noch ganz klar dazu sagen. Alle Produkte, die ich einsetze, habe ich selber gekauft. Und ich kann es nur empfehlen. Es gibt natürlich noch andere, die genauso gut sind oder vielleicht auch noch besser. Aber da ich finde, hier ist das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach gut. Ja. Wie gesagt, wenn dir mein Video gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Like. Wenn dir mein Kanal gefällt, freue ich mich natürlich auch über ein Abo. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, drückst du noch die Glocke unten und verpasst natürlich dadurch kein Video mehr. Und ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch und wünsche dir ein schönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also, macht's gut!